messed up in the worst way. I feel like it could take on the world and make it better. What good could it do? What good could it do if it's not with you? Why does it hit me the hardest? I'm off my game when I'm feeling strange already. Why do I see the most when I'm feeling afraid? Do you feel the same? Hier an der Straße anhalten und holen uns immer nach dem Sport eine Kokosnuss, eine richtig schöne kalte Kokosnuss. Die kostet jetzt 30 eine, die günstigste, die wir gesehen haben, war bis jetzt 25 Watt. Aber das geht so gut nach dem Sport am Beach. Das ist die beste Fischung und für uns auch dann immer zwischen 11 und 12 die erste Mahlzeit, weil Sergio und ich jetzt seit einer Woche Intervallfasten machen. It's useless, 'cause you come to mind at the worst of times. Oh, why does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm best part of the day. So, wir sind jetzt zurück und haben entschieden, mit meinem Mann heute zu Hause zu essen, weil es extrem warm ist. Und die Kokosnuss, die tat gerade so gut, ne Schatz? Mein Mann arbeitet jetzt vom Pool aus. Und zum Thema Kokosnuss, ganz wichtig, wenn ihr mal in einer heißen Gegend seid und es gibt Kokosnüsse und ihr seid vielleicht zu lange in der Sonne, das hatte nämlich letztens eine Followerin von mir und hat mich nach einem Arzt gefragt, weil die wahrscheinlich einen Sonnenstich bekommen hat. Und ich habe gesagt, die beste Medizin auf einer Insel ist immer eine Kokosnuss, weil Kokosnüsse haben dieselben Elektrolyte wie eine Infusion und wurden angeblich damals im Vietnamkrieg sogar als Infusion gegeben, weil die von den Bestandteilen eben unserem Blutplasma sehr ähneln. Deswegen, wenn es euch nicht gut geht und ihr kommt an eine Kokosnuss dran, dann trinkt immer lieber eine Kokosnuss. So, ich mache heute ein Mexican Bowl mit Paprika, scharf angebraten, Zwiebeln, Knobi. Das wird unser Hackfleischersatz sein. Das ist Tofu. Das zerbröse ich dann immer richtig schön und brate das scharf an dem Kokosnussöl. Dann haben wir hier Kidneybohnen, Mais. Das ist veganer Käse. Den raspel ich dann ein bisschen drüber. Und da sind Sonnenblumensprossen. Die müssen auch weg. Super, super lecker und sehr nährhaft. Machen wir dann auch on top. Und hieraus mache ich gleich eine leckere Guacamole. Und das sind die Gewürze. Wenn wir dann nur für uns kochen, dann mit ganz viel Chili, weil wir lieben scharf. So schaut das Ganze aus. Wir haben uns doch für eine Salatbase entschieden und nicht für Tortillas. Und hier haben wir einen Mango-Ananas-Shake. Guten Morgen, Schatz. Ja, auch danke. So, auf dem Weg unsere Kids abholen wollten wir jetzt in einen Kaffee. Das haben wir die ganze Zeit schon auf dem Weg zur Schule gesehen. So. Ich habe gerade hier ein Iced Latte mit Mandelmilch gegönnt. Ist der günstigste und bis jetzt der leckerste, finde ich, Eiskaffee, den ich hier getrunken habe. Sonst zahlt man echt in diesen fancy veganen Restaurants 110, 120 Baht. Der kostet jetzt 70 und ist echt eine riesen Portion. Sonst haben die tatsächlich nicht so viel vegane Sachen, aber man muss den Preis sagen. Kokosnussmilch und Mandelmilch hat eigentlich so gut wie jeder hier. Ja, guten Morgen. Let's go. Wo wollt ihr denn hin? Frühstück. Ihr habt ein Leben. Wochenende, Paul? Ja. Super. Okay, let's go. Unser favorite Frühstücksladen. Papa, komm! Los geht's! So pretty hier. Yeah? Oh, langsam. Lecker? Ja. Oh, Maxi hat eine Erdbeerbowl, Maxi? Ja. Das sieht gut aus. Guten Hunger, mein Schatz. Yummy. Guten Appetit. So, bitteschön. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Strand und geben einmal hier bei unserer Nachbarin die Wäsche immer ab. Das ist immer ganz toll. Morning, so, da sind die Jungs
mit ihrem Thai-Freund. Ja. Spielen okay. Jetzt hier und wenn man jetzt kann ich ein paar Sachen abarbeiten, müssen wir. Ja. Und haben uns eine frische Kuchen bestellt und trinken hier ein bisschen was und die können spielen. Are you okay? Let's make see. Du bist dran. Okay. Ja, jetzt müsst ihr Papa. Together with Tata. Tata. Tata, komm. Help Max. Okay. Geh weg, sonst mach ich auf mich drauf. Du, nein, jetzt Maxi. Maxi, komm drauf. Und Tata auch. Ready? Hallo von der Helmkuh hier. Hallo, guck mal, ich habe einen Wackelzahn. Der Maxim hat einen Wackelzahn und wir fahren jetzt ans andere Ende der Insel zu unseren Freunden und wir gehen gemeinsam in einen Beachclub. Da gibt es auch einiges für die Kids und auf dem Weg dahin fahren wir aber noch schnell ein Kokoseis essen, ne Jungs? Vorsicht. Los geht's. So, jetzt holen wir ein, zwei Kugeln Eis hier von unserem Lieblingseisstand. Günstigste Eis und leckerste Eis, ne Paul? Yum. Ja. So, hier sind wir. Wir haben sogar unseren eigenen DJ. Ob das so kinderfreundlich ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Beachclub. Wow! I like! Schatzi, können wir hier auch mal alleine hinkommen, ohne Kinder? Okay, Bubble Beach war uns doch ein bisschen zu laut und wild mit den Kids. Deswegen sind wir ein bisschen weitergefahren und essen heute im The Mud mit unseren Freunden. Es ist ziemlich, ziemlich fancy hier mit diesen Brücken. Bin ich schon mega gespannt. Wow, das sieht ziemlich geil aus. Wow, da gibt es auch, ach guck mal, da gibt es richtige Zimmer. Das ist ja nice. Okay, let's go. So pretty. Hier ist die Küche. Hier ist das Meer.